Haben Sie das, was ich brauche? Guten Tag, Herr Elling. Sie haben hier einen tollen Friedhof, schön groß. Ganz schön viele Tote für so einen kleinen Ort, finde ich. Was denken Sie? Nicht mal ganz so frisch, die Leiche? Ehemalige DDR-Staatsbürger. Sie sind schneller, Jasper. Kinderficker. Auf dich. Was läuft hier eigentlich? Der Big Depp war gar kein Kinderschänder. Also gut, Herr Elling, wir haben ein bisschen nachgeholfen. Nehmen Sie das fest. Wir können dringend. Können Sie bitte etwas lauter sprechen? Wir zeichnen das Gespräch nämlich auf. Als Sie die 20.000 genommen haben, haben wir das auch schon aufgezeichnet. Wir müssen bitte dringend zu Frau Dr. Fichte. Es tut mir sehr leid, aber ohne Tabelle. Heute schon. Es ging damals wie heute um medizinischen Fortschritt. Menschen ohne ihr Wissen für Tests zu missbrauchen, das hatten wir doch gar nicht nötig. So wie Sie es heute nicht nötig haben, in der dritten Welt zu testen? Wir brauchen Namen. Ich weiß gar nicht, ob wir solche Listen haben. Das heißt doch auch mit dem Mist. Sie können mir nicht erzählen, dass die Sandoval Millionenbeträge ausgibt für Testreihen, die dann irgendwo im Mülleimer landen. Hier tötet jemand alle, die damals für die Testreihen verantwortlich waren. Alle. Okay. Das klingt nach Wolfs Truppe. Wolfs Truppe? Geheimdienst. Ihre Firma hat in den 80ern in der DDR neue Wirkstoffe getestet, und zwar geheim. Und hat sich damit mitschuldig gemacht an illegalen Menschenversuchen. Komm, das ist der. Ist dem LKA zugespielt worden. Ist ein Mitschnitt von dir und einer Frau Meier. Aber ich habe mal wieder eine richtige Glückssträhne. Es wird also definitiv eine Anhörung geben. Und wenn du dann damit anfängst, dass in diesem Briefumschlag kein Geld war, dann drehen sie dir aber sowas von ratzfatz das Licht aus. Also, Elli? Da waren 10.000 Euro drin. Ach, du musst ja noch ein mieserer Bulle sein, als ich dachte, wenn du dich dafür erschmieren lassen. Die Kinder, die hier begraben sind, die sind alle durch die Testreihen in der Klinik umgekommen, oder? Warum haben sie nach der Wende nichts gesagt? Warum nicht? Es gab nur Gerüchte. Manche haben gesagt, hier wird mit Menschen experimentiert. Andere haben erzählt, Angehörige hochrangiger Politkader würden hier eine Exklusivbehandlung bekommen. Ich will die Menschenversuche nicht veröffentlichen. Aber wenn doch, dann steht's so in der Zeitung. Wenn Sie das der Presse geben, ist die Sandoval tot. Die Vertuschung des Tatmotivs war denn gerade mal 200.000 wert. Ja. Weißt du, ich glaube, wir haben uns ganz schön billig kaufen lassen. In der Kommission wurde keine Entscheidung ohne die Staatssicherheit gefällt. Es waren zwei Täter. Suchen Sie jemanden? Ich rieche Menschenfleisch. Was ist dein Problem? Waren deine Eltern Geschwister? Die DDR war bankrott. Gegen harte Devisen durften Medikamententests bei Probanden durchgeführt werden. Das hat die Volkskammer so entschieden, nicht ich. Wie viel die DDR damit verdient hat, das weiß ich nicht. Aber sicher haben die Pharmakonzerne mit den getesteten Medikamenten im Westen weitaus mehr verdient. Schönen Abend noch. Elling, das ist eine Falle. Das SEK ist hier.
wollen Sie, Herr Engel? Für das Video. Ja, kriegen Sie. Und 250.000. Und Sie klammern mich im Gegenzug aus den Ermittlungen aus, okay? Glauben Sie, ich bin in Gefahr? Haben Sie was mit den Tests rein zu tun? Machen Sie eine komplette Aussage, Frau Fichte. Wir schützen Sie. Haben Sie das, was ich brauche?